Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Elite Dangerous. Ich war gerade, weil hier Kriegsrecht ausgerufen wurde, in YZ Ceti in der Kriegszone. Und wie man sieht, 24% noch. Ich zeige euch mal die Module. Schubdüsen, Schildgenerator. Was hat es denn hier ganz schlimm erwischt? Frachtluke, völlig egal, ist eh aus. Frameshift-Antrieb. Naja, so einiges hier. Kraftwerk, 33%. Da krepeln wir natürlich jetzt gut rum. So, dass ich jetzt erstmal kurz zwischenlande. Ich habe auch eine Schildzelle nur noch. Und das hat ganz schön eingeschlagen da. So, wir gucken uns auch gleich mal an, was das bedeutet, wenn dieses Kriegsrecht da ausgerufen wird. Und wenn ich gelandet bin, dann melde ich mich gleich wieder. So, da stehe ich vor der Station. Das hat eine ganze Weile gedauert, weil das Frameshift-Drive scheinbar irgendwie nicht mehr richtig Schub geben kann. So, das heißt, wir müssen jetzt mal ein bisschen vorsichtiger landen. Schubdüsen haben nämlich auch ganz gut einen weg. Fahrwerk ruhig schon mal raus. Vielleicht vorher eine Landeerlaubnis anfragen. Gut, dass ich da noch abbiegen konnte. Wenn man erstmal in dem Gestänge da hängt, das ist dann schon ein Problem. So, 44, ne? Wunderbar. Das wird ein teurer Spaß, glaube ich, das Ding jetzt zu reparieren. Was hier, glaube ich, gar nicht mehr geht. Ne? Warte mal, irgendwas. Irgendwas hatte ich vorhin gesehen. Einige Funktionen sind gesperrt. Aber wir gucken mal. Ne, das geht. Ausrüstung ist gesperrt. 17.000 Credits. Huiuiui. So, erweiterte Wartung. Machen wir auch gleich mit. Na, das funktioniert manchmal nicht. So, jetzt bin ich mal gespannt. Eine Kopfgeldbescheinigung, wofür auch immer. Aber hier geht es jetzt drum. Na, das hat sich nicht sonderlich gelohnt. Ist ja auch lustig, ne? Man kann Schiffe kaufen. Alle möglichen Schiffe drin, aber man kann sie dann nicht ausrüsten. So, jetzt gucken wir mal. Hier, Fleur de Lys Armada wird jetzt, also die haben einen Bürgerkrieg. Schwarze Brett. Ne? Ist irgendwie alles null. Man kann da zwar drauf zugreifen, aber es passiert nichts. Auch da. Alles null. Weiß gar nicht, ob sowas noch geht. Oh, ich hab da sogar Sachen drin. Ne? Also von daher hat man hier in der Ecke jetzt nur die Möglichkeit, ja, an diesen
an diesem Bürgerkrieg teilzunehmen. Und ich will da jetzt gleich nochmal rein. Soweit ist alles in Ordnung. Hier nochmal kurz geguckt. Alles auf 100%. Okay. Dann starten wir mal. Ich war in der hohen Kriegszone. Und jetzt werde ich mal gucken, was da noch gibt. Ja, es fliegt sich schon irgendwie wieder anders. Schauen wir mal, was da auf uns zukommt. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man keine Fraktion wählt. Ob man dann wohl da zugucken kann. Rohstoffabbaugebiet. Was ist denn hier los? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Warum gibt es jetzt auf einmal so viele Rohstoffabbau? Wir springen mal zur Sonne. Ich glaube, das war da relativ nah dran, weil ich sehe jetzt hier auf jeden Fall diese Kriegsgebiete nicht mehr. Da flitzen wir mal rüber. So, jetzt gibt es diese vier. Die da noch. Seltsam. Da ist eine Konfliktzone. Es waren vorhin erheblich mehr Konfliktzonen. Keine Ahnung warum. Die jetzt weniger geworden sind, vielleicht weniger Spieler. Dann flitzen wir da mal hin. Ich will mal ausprobieren, was passiert, wenn ich mich beim Betreten der Konfliktzone keiner Fraktion anschließe. So, bis ich drin bin, mache ich kurz Pause und melde mich gleich wieder. So, kurzer Zwischenstand. Es ist, wie ich es mir gedacht habe. Ich war noch nicht nah genug an diesen Konfliktzonen und jetzt sind auch die anderen aufgepoppt. Und ich lande jetzt mal oder droppe mal in dieser Low-Intensity-Zone, weil ich echt mal ausprobieren will, was passiert, wenn ich keine Fraktion wähle, zum einen. Und zum anderen habe ich gerade derbst den Arsch versohlt gekriegt. In der anderen. Vielleicht ungünstig reingesprungen oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich gleich richtig aufs Mett gekriegt. So, jetzt versucht mich noch einer abzufangen. Ja, das ist das Schöne mit dieser Pausenaufnahmenfunktion. Ich drossel mal. Mal gucken, wer da kommt. Puh, bis jetzt keiner. Da. Schlägt der aber auch fast in einem ein hier. Was haben wir denn da? Sicherheitsdienst. Na super. Hoffentlich hat er wenigstens ein Kopfgeld. Okay, mit Raketen schießt der, so wie es aussieht. Ich hoffe, dass der uns nicht rausspringt vorher. Ich
nächsten Runde sollte ich ihn eigentlich haben. Jo. Und bumm. Ah, der hatte wenigstens Kopfgeld. Das war schon mal ganz gut. So, ich lade die Schilde noch auf. Die Polizei ist auch schon da. Hier der Sicherheitsdienst. Springe jetzt aber auch wieder raus. Eben die Schilde noch aufladen. Und wenn ich dann in der Konfliktzone bin, dann melde ich mich wieder. So, jetzt bin ich in der Konfliktzone. Und jetzt muss ich eine Fraktion oder müsste ich eine Fraktion wählen. Wir haben hier League of YZ City First und Fleur de Lys Armada. Und wenn ich jetzt keine anwähle, das heißt hier einfach nur rausspringe, dann haben wir hier Systemvereinigung, Verteidigungseinheit, Vereinigungsteilheit und Navigationssignale. So, jetzt gucke ich mir das mal an. Eigentlich müsste ich die Kämpferei ja sehen. Und da ich neutral bin und keinen angreife, kaufe mal die Waffen ein. Das Verstecken feindlicher Kämpfer. So, die sind für mich alle grün, so wie es aussieht. Das ist ja eigentlich gar nicht uninteressant. Kann man mal so, aha, guck hier. Sehr viele Vulture. Ist auch eins der geilsten Kampfschiffe, kann man bezahlen und sehr wendig und man kann großen Schiffen richtig Schwierigkeiten machen. Schön auf die Kraftwerke gehen. Ja, da oben ist auch noch was. Was haben wir da? Ins Target nehmen kann ich sie ja. Ein Dropship. Gegen eine Viper. Da müsste die Viper aber eigentlich einen kurzen ziehen. Es sei denn, sie haut ab. Hier, ASB Scout Elite. Da haben wir... Oh, eine Federal Corvette. Guck an. Da werden wir mal ein bisschen dran. Nicht ganz leicht, die so drin zu halten. Ja, da feuern die Geschütze da unten. Oder oben. Das ist die obere Seite jetzt. Sind das zwei? Oh, ich habe jetzt eine Fraktion gewählt. Die gehört also zu mir. Auch mal mit den Waffen raus hier, sonst... So, da machen wir noch ein bisschen was mit. So, mal gucken. Ich habe da jetzt nicht lange mit drauf rumgeschossen. Hm, nur nicht reinknallen. Was haben wir da? Das sind alles Wildschaft scheinbar, die zu mir gehören. Da ist noch ein Feind. Noch ein Dropship.
hält auch relativ gut. Düppeln wir mal. Müssen wir die Laser mal ein bisschen erholen lassen und dann gehen wir in den Rest. Wenn er sich jetzt nicht uns zuwendet hier. Oh, jetzt hat er es hinter sich. Ja, ich hoffe, ihr seid alle ganz gut reingekommen. Ich habe es selber relativ ruhig gehabt, weil ich einfach zu vergrippt bin und nicht wirklich unterwegs war. Ich weiß nicht, ob es bringt, hier die zu scannen. Wahrscheinlich eher nicht, ne? Na, den habe ich an der Hacke. So, jetzt mal kurz gucken. Sonst werde ich das nämlich nie herausfinden. Ne, der hat kein Kopfgeld drauf. Das heißt, hier in so einer Kampfzone oder Konfliktzone braucht man die nicht scannen, das macht keinen Sinn. Schildzelle gezündet. Wie es aussieht, stehe ich gegen das Dropship alleine. Ich sehe zumindest keine anderen Schüsse. Doch jetzt. Ja, jetzt hat er die Schilde schon wieder hoch. Ja, aber den sollten wir vielleicht packen. Laser ein bisschen abkühlen lassen, mal wieder düppeln. Düppel sind halt. Nein, nicht reinknallen. Naja. Dafür hat das hinter sich, aber meine Schilde sind leer. Das heißt, wir machen das mal so. Ziehen uns jetzt mal so ein bisschen zurück. Jo, ich wüsste schon warum. Und hier, ich kann nicht mehr steuern. Ja, ob ich es überlebe oder nicht, sehen wir in der nächsten Folge. Nee, nicht in der nächsten Folge, sehen wir jetzt noch. Schiff zerstört. So, jetzt kann man... Da haben wir das nämlich auch gleich mal gesehen. Meine Vulture zurückkaufen. Mit allem, was da so drin war, glaube ich. Ja, alles neu kaufen. Genau, okay. Insolvenz erklären, auch nicht schlecht. Altes Schiff, lalala. Ich habe das noch nicht so oft gehabt. Okay, bestätigen wir mal. Ja, da sind natürlich jetzt einige Raketen eingeschlagen und die haben... Fehlfunktionen ausgelöst. Ich war nicht mehr manövrierfähig und von daher hat es mich dann jetzt ganz schön zerbröselt. Jetzt lädt er hier, ich schätze, dass ich in der Station, genau, Clement Orbital, und gucke mal über die Module. Ja, müsste aber alles so sein, wie es sein sollte. Fragt Luke, kann aus.
Dann sind wir auch strommäßig wieder in der Rille. Ja, okay, da hat es mich also in der Kriegszone zerbröselt. Nicht schlimm, Versicherung hat gezahlt. 700.000 oder so hat es jetzt gekostet. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dann und ciao.